Grüß Gott und herzlich willkommen zur sechsten Lektion zur Geschichte der Mathematik. In den letzten beiden Lektionen war vor allem die neue Herangehensweise der Griechen an das Thema, was wir heute reine Mathematik nennen. Ich nutze einige der auf der Folie genannten vier Mathematiker und die eine Mathematikerin nun auch dazu, um etwas über die Verbindung der griechischen Mathematik zu Anwendungen zu erläutern. Bei Heron wird es um Optik gehen, bei Nikomachos und dem gar nicht auf der Folie genannten Boethius um Harmonielehre, bei Ptolemaios und Hypatia um Geodäsie und Astronomie. Dabei erlaube ich mir dann auch jeweils einige kleine Flashbacks in frühere Perioden der antiken griechischen Mathematik. Zur Erinnerung, dies waren die vier Perioden der griechischen antiken Mathematik. Die Spätzeit wird hier ziemlich genau mit dem Ende der makedonischen Herrschaft über Griechenland angesetzt. Im Jahr 168 vor unserer Zeitrechnung wird das makedonische Reich zerschlagen und das römische Reich übernimmt die Herrschaft über ganz Griechenland. Trotz dieser schwierigen Zeiten werden bis zum Ende der Antike von griechischen Gelehrten noch einige entscheidende mathematische Erkenntnisse gewonnen. Ich beginne mit Heron von Alexandria, bei dem sich die Historikerinnen und Historiker nicht so ganz einig sind, wann er denn nun wirklich gelebt hat. Das erste Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung gilt aber als am wahrscheinlichsten. Heron kann, was die Mathematikauffassung angeht, in gewissem Sinne als Antipol zu Euklid gelten. Mathematik dient bei ihm ganz klar zur Befriedigung praktischer Bedürfnisse. Er ist praktisch Ingenieur, hat Werke zur Vermessungskunde, zu Geschützen, zur Mechanik, Pneumatik und Optik verfasst. Nach Heron benannt ist ein Näherungsverfahren für Quadratwurzeln, bei dem man mit einem Rechteck beginnt, welches als Flächeninhalt gerade die Zahl hat, aus welcher man die Wurzel ziehen möchte. Einen besseren Näherungswert als die Seitenlängen dieses Rechtecks erhält man durch Bildung des arithmetischen Mittels der Seitenlängen und das dann immer so wiederholt. Da dieses Verfahren sich im Grunde mit dem in der Vorlesung behandelten aus Babylonien deckt, schauen wir uns stattdessen seinen Beitrag zur Optik an, genauer gesagt seine Überlegungen zum Weg von Lichtstrahlen und dem Reflexionsgesetz. Auch für die Optik sind entscheidende Grundlagen bereits von Euklid zusammengestellt worden. In seinem Buch Optica finden sich unter anderem die folgenden zwei Gesetze. Erstens, Licht breitet sich geradlinig aus. Zweitens, an einer ebenen reflektierenden Fläche gilt, der Ausfallswinkel des Lichts stimmt mit dem Einfallswinkel überein. Nun sind wir es heutzutage gewohnt, uns Licht als sich geradlinig ausbreitende Strahlen vorzustellen. Wir können daher im Nachhinein kaum mehr wertschätzen, welch weise Voraussicht hinter dieser Annahme Euklids steckt. Auch beim zweiten Gesetz muss man bedenken, dass den Griechen nur sehr einfache Messgeräte und alles andere als perfekte Spiegel zur Verfügung standen. Auch durch zahlreiche Experimente lässt sich ja nicht nachweisen, ob der Ausfallswinkel jetzt genau dem Einfallswinkel entspricht oder eben nur ungefähr. Zu den experimentellen Ergebnissen kommt bei Euklid die zwar nicht offen ausgesprochene, aber doch tief verwurzelte Überzeugung dazu, dass sich die Natur eben nicht rein zufällig verhält, sondern festen Gesetzen folgt und dass diese Gesetze einfach und elegant sind. Daher war für Euklid klar, am perfekten Spiegel wäre der Ausfallswinkel exakt der Einfallswinkel. Reale Abweichungen können nur Messfehler sein. Man muss ganz klar sagen, so eine Sichtweise war unter seinen Zeitgenossen durchaus nicht unumstritten. Heron teilte allerdings diese Sichtweise Euklids. Es gelang ihm sogar, die beiden euklidischen Gesetze auf ein einzelnes zu reduzieren, nämlich Licht nimmt immer den kürzestmöglichen Weg. Man überlegt sich schnell, dass aus Herons Gesetz H, wie es hier benannt ist, jedenfalls das Gesetz E1, wie es hier benannt ist, folgen muss. Denn die kürzestmögliche Linie ist ja genau entlang von einer Geraden. Aber wie schaut es mit dem zweiten Gesetz aus? Nehmen wir mal an, Ihr Auge befindet sich im Punkt A und die gerade M sei so eine Spiegelfläche. Wir versuchen jetzt zu klären, wo Sie auf dem Spiegel das Bild des Punktes B sehen. Wir vertrauen zunächst einmal Euklid.
Das Bild wird sich an dem Punkt befinden, wo der Winkel APN gleich dem Winkel BPN ist. Aber wie findet man diesen Punkt? Heute könnten wir das natürlich mit GeoGebra machen. Wir ziehen am Punkt P und lassen uns da die Winkel anzeigen. Wir suchen aber jetzt mal ein elementargeometrisches Argument. Vielleicht klappt es mit der zweiten Idee, dem kürzesten Weg von Heron. Wobei jetzt nicht die kürzeste Verbindung zwischen A und B gemeint ist, das wäre ja wieder einfach die Gerade, die die beiden Punkte verbindet, sondern eben der kürzeste Weg, bei dem wir einen Umweg über die Gerade, an der da M, der Punkt M dran steht, mit einplanen. Also irgendwo auf dieser Gerade müssen wir vorbeikommen und trotzdem dann den kürzesten Weg A hin zur Gerade und von der Gerade wieder zu B. Nun hat Heron eine geniale Idee. Anstelle von B betrachtet er den an M achsengespiegelten Punkt B'. Die kürzeste Verbindung von A und B' ist ja jetzt einfach wieder entlang der Geraden, die durch A und B' geht. Spiegelt man die Teilstrecke PB' jetzt wieder zurück, kommt B' natürlich wieder auf B zu liegen. Entweder man ist dann jetzt schon zufrieden, denn die Länge der Strecke PB' und PB, die hat sich ja nicht verändert. Es muss also weiterhin von A zu P zu B der kürzeste Weg sein, wenn von A zu P zu B' das der kürzeste Weg war. Man kann aber auch noch einen alternativen Punkt auf diese Gerade drauflegen und erkennt dann, dass die blauen Strecken einfach schon wegen der Dreiecksungleichung länger sein müssen als die schwarzen Strecken, die AP und B' verbinden. Also war P einfach schon der beste Punkt auf M. Zu zeigen bleibt allerdings noch, dass die Winkel APN und BPN jetzt auch wirklich kongruent sind, also übereinstimmen. Dann wissen wir, dass sich Euklids Gesetz 2, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, aus dem einzigen Gesetz von Heron, Licht nimmt immer den kürzestmöglichen Weg, herleiten lässt. Wir betrachten zunächst die blau hervorgehobenen Winkel MPA und B'PC. Diese sind Scheitelwinkel, also kongruent. Andererseits ist der violette Winkel BPC ja gerade durch Achsenspiegelung von B'P an der Geraden, wo der Punkt M drauf liegt, entstanden. Also sind die beiden Winkel B'PC und BPC gleich groß. Somit ist dann also der Einfallswinkel auch gleich dem anderen blauen Winkel, nämlich MPA. Der Heronsche Spiegelpunkt P erfüllt also tatsächlich genau die euklidische Anforderung nach Gesetz 2. Auch heute haben wir mit diesem einfachen Prinzip manchmal noch so unsere Schwierigkeiten. Daher jetzt an Sie die Frage, wie groß muss ein Spiegel im Vergleich zu einem selber sein, damit man sich in voller Körpergröße erkennen kann? Wenn Sie das interaktive Video ansehen, wird jetzt die Frage eingeblendet, sonst kurz auf Pause drücken und überlegen. Gleich kommt die Auflösung. Wenn Sie jetzt nicht einhalb geantwortet haben, ist für Sie die folgende Erklärung vielleicht hilfreich. Gut, wir wollen uns überlegen, warum muss der Spiegel genau halb so hoch sein wie man selbst. Wir machen das erstmal mit Euklid. Wir wollen mal schauen, wo sehen wir mit dem Auge eigentlich unseren Fuß? Jetzt ist hier für die Körperhöhe, wird da an den vorderen Fuß gedacht. Ja, da gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, können wir auch nochmal anzeigen. Hier passt alles wunderbar. Und jetzt ist natürlich auch der Fuß da genau auf halber Höhe in dem Spiegelbild, weil das ist ja hier einfach ein gleichschenkliges Dreieck. Jetzt machen wir das auch nochmal mit dem Kopf. Wo sieht man den Kopf? Den Kopf sieht man dort oben. Da ist leider kein Winkel angegeben, aber hier ist das jetzt auch wieder so, dass Sie Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel haben und dementsprechend gleichschenkliges Dreieck sind Sie hier wieder auf der halben Höhe. Also ist der Gesamtabstand, das Bild auf dem Spiegel, ist genau halb so hoch, wie Sie selbst sind. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, ja, da wo die jetzt steht, aber was passiert denn, wenn die weiter weggeht? Da muss das doch kleiner werden oder wenn man näher rangeht, muss das doch größer werden. Das ist aber eine Fehlvorstellung. Sie können da weiter zurückgehen. Ja, die Winkel hier verändern sich zwar, aber durch Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und die entsprechenden Dreiecke bleibt das hier in der Größe völlig unverändert.
Wichtig ist natürlich auch, dass man den Spiegel in der richtigen Höhe aufhängt. Wir können uns das jetzt auch noch mal so denken, wie sich der Heron gedacht hat. Der hat ja quasi das einfach herübergespiegelt und dann gesagt, na ja, man sieht den Fuß da, wo das hier so in der Verlängerung auf die Höhe treffen würde. Und dann sieht man das auch, dann ist das auch genau auf halber Höhe. Und wir können auch noch mal so ein virtuelles Bild einblenden. So sehen Sie sich quasi hinter dem Spiegel. Auch hier wieder, das Bild kommt dann näher ran und geht weiter weg. Was man nicht bedenkt, warum man meint, man könnte weiter zurückgehen und dann würde ja ein kleinerer Spiegel reichen. Der Spiegel wird ja kleiner. Wenn Sie hier weiter wegstehen, sehen Sie schon den Spiegel kleiner und Sie sehen das Spiegelbild kleiner. Aber es bleibt so, dass Sie immer einen Spiegel brauchen, der halb so lang ist wie Sie selbst. Den sehen Sie nur vom weiter weg dann auch kleiner. Ja, das wäre die Erklärung mit Euklid und mit Heron, warum die halbe Höhe reicht. Und wichtig immer, ne? Bisschen unter Ihrer Kopfhöhe müssen Sie den Spiegel hinhängen. Die meisten Spiegel hängen eigentlich zu hoch und Sie sehen dann ganz viel über Ihrem Kopf. Allerdings hat Herons Gesetz noch einen Haken, auf den bereits Ptolemäus aufmerksam wurde. Licht wird gebrochen, wenn es das Medium wechselt, also zum Beispiel an einem Übergang von Luft zu Wasser, wie Sie ihn an einem Flussufer oder am Ufer eines Sees hätten. Ein Fisch, der sich im Punkt A' befindet, würde ein Beobachter mit Auge im Punkt A optisch am Punkt B vermuten, was etwa zum Fischen mit dem Speer dann eher ungünstig ist. Das Prinzip, demnach sich Licht immer auf dem kürzestmöglichen Weg bewegt, ist hier verletzt. Wenn Sie angucken von A zu B, da würde ich ja auf der lila Linie kürzer hinkommen. Erst knapp 1500 Jahre später, nämlich bei Fermat, findet sich dann eine passende Modifikation. Licht bewegt sich immer auf dem schnellsten Weg. Aber in Wasser und Luft breitet sich Licht unterschiedlich schnell aus. Der Umweg, den der Lichtstrahl gegenüber der violetten Linie nimmt, lohnt sich für den Lichtstrahl, weil sich Lichtstrahlen durch Luft schneller als durch Wasser bewegen. So, jetzt erstmal genug mit der Optik und zurück zu innermathematischen Fragen. Wir kommen zu Diophant von Alexandria. Nach ihm benennen wir heute diophantische Gleichungen. Das sind bekanntlich solche, für die ganzzahlige Lösungen gesucht sind. Tatsächlich hat sich Diophant nicht auf diesen Typus von Gleichungen beschränkt, sondern kann als wesentlicher Wegbereiter der synkopierten Algebra gelten, einem wichtigen Schritt in Richtung der dann deutlich später entstehenden symbolischen Algebra, also der Algebra in unserem heutigen Sinne. Diophant nutzte die bereits in der Vorlesung erwähnten Zahldarstellungen durch griechische Buchstaben und führte hier noch zusätzliche Zeichen ein für Einheiten, Unbekannte, Quadrat, Kubus und so weiter. Die Zeichenkette unten ergibt 1 mal x hoch 4 plus 10 mal x Quadrat minus 3x minus 7. Links steht zunächst mal Quadrato Quadrat mal Alpha, also 1, also x hoch 4. Es folgen dann 10 Quadrate, also 10x hoch 4. Und darauf folgen mit einem negativen Vorzeichen 3 mal die Unbekannte und die Einheit mal 7, also minus 3x und minus 7. Nicht ganz leicht zu lesen, deswegen kommen die folgenden Beispiele alle in moderner Notation daher. Zwei einfache Probleme zum Mitdenken. Eine gegebene Zahl ist in zwei Zahlen zu zerlegen, wenn deren Differenz gegeben ist, und zwei Zahlen sollen gefunden werden, deren Summe und deren Summe der Quadrate der Zahlen gegeben sind. Auch bei Diophant wird das an Beispielen erklärt. Wir nehmen mal zwei davon her. Für die erste Aufgabe nehmen wir als Beispiel an, die gegebene Zahl sei 100 und wir wollen zwei Zahlen finden, die in Summe 100 ergeben und die sich um 40 voneinander unterscheiden, wo also die Differenz der beiden Zahlen 40 ist. Für die zweite Aufgabe nehmen wir als Beispiel, die Summe der Zahlen soll 20 ergeben und die Summe der Quadrate der Zahlen soll 208 ergeben. So, interaktives Video hält sich wieder selber an. YouTube müssen Sie selber Pause drücken.
Ich zeige Ihnen jetzt noch, wie diese Verfahren bei Diophant gelöst worden sind. So, wie löst Diophant diese Gleichung? Beziehungsweise Gleichungssysteme. Sie haben ja wahrscheinlich diese erste Aufgabe durch ein Gleichungssystem gelöst. Diophant macht das so. Der überlegt sich das so. Nehmen wir mal an, die Unbekannte gibt die kleinere Zahl an. Ich nenne jetzt die Unbekannte mal x. Bei ihm steht da halt dann dieses entsprechende Symbol. Dann ist die größere Zahl, also das hier ist Aufgabe 1, nur damit uns das nicht verloren geht, dann ist die größere Zahl offensichtlich x plus 40. Ihre Summe ist dann 2x plus 40. Andererseits ist ihre Summe aber 100. Naja, also wild, 2x plus 40 ist gleich 100. Und dadurch kriegt man dann jetzt natürlich, dass x ist gleich 60. Also 2x ist gleich 60, x ist gleich 30. Daraus folgt große Zahl ist 70 und die Aufgabe ist gelöst. Hängt jetzt nicht an den speziellen Zahlen. Anderes Beispiel. Sagen wir mal, die Ausgangszahl ist 500 und die Differenz, machen wir es uns mal leicht, ist 100. Das müssen wir natürlich wieder so machen. X ist gesuchte kleine Zahl. Ist x plus 100 die große Zahl? Die Summe der beiden Zahlen ist 2x plus 100. Das muss gleich 500 sein. Daraus folgt 2x ist gleich 400, beziehungsweise daraus folgt x ist gleich 200 und ihre große Zahl, ich nenne sie mal y, ist dann 300. Gut, jetzt zum zweiten Beispiel. Zwei Zahlen finden, deren Summe und deren Summe der Quadrate der Zahlen gegeben ist. Die Summe der Zahlen sei 20, die Quadratsumme 208. Jetzt wählt Diophant aber nicht eine der beiden Zahlen oder auch nicht die Summe ist gleich x, sondern er sagt, die Differenz der Zahlen, ich schreibe hier noch wieder dazu, wir sind jetzt bei Aufgabe 2, die Differenz der Zahlen ergibt, und jetzt sagt er auch nicht x, sondern 2x, weil die Differenz teilt er jetzt auf beide Zahlen auf. Er nimmt jetzt von der Summe genau die Hälfte und sagt, naja, die erste Zahl ist dann 10 plus dieses x und die zweite Zahl ist 10 minus dieses x. Jetzt nochmal überlegen, wenn Sie die beiden addieren, heben sich die x schön brav auf, kommt also 20 raus. Und wenn Sie die subtrahieren, minus mal minus ist plus, kommt 2x heraus. Und es sind auch alle möglichen Kombinationen so darstellbar. Sie dürfen das x halt eigentlich hier nur von 1 bis 10 wählen, sonst würden Sie in negative Zahlen reinlaufen. Aber okay, schauen wir mal, ob das funktioniert. Hilft uns das jetzt für die Summe der Quadrate? Die Summe der Quadrate ist dann doch wohl 10 plus x in Klammern zum Quadrat plus 10 minus x in Klammern zum Quadrat. Das ist, und das ist jetzt das, warum er das eigentlich gemacht hat, wenn Sie überlegen, Sie haben jetzt hier die beiden binomischen Formeln stehen, das heißt, die ganzen mittleren Glieder fallen weg. Es bleibt nur noch stehen 200 plus 2x zum Quadrat. So, jetzt müssen Sie also nur noch eine Zahl finden, deren Quadrat, wenn Sie die mit 2 multiplizieren, in unserem Fall hier hinten die 8 ergibt. Ja, das sieht man, glaube ich, schon allein durch Hinsehen. Da muss also x² gleich 4 sein, beziehungsweise x ist gleich 2. Damit haben Sie die kleine Zahl als 10 minus 2 ist gleich 8 und die große Zahl, oh, da hat er sich ein R gespart, die große Zahl ist 10 plus 2 ist gleich 12.
12 plus 8 ist 20, das schaut gut aus. 8 Quadrat ist gleich 8 mal 8 ist 64 und 12 Quadrat ist gleich 144. Das ergibt 8, das hier ergibt 0, aber 1 im Sinn, 208. Wunderbar. Auch hier können Sie sich nochmal überlegen, ob das auch für andere Zahlen klappt. Tut es, aber es ist nicht immer so leicht zu sehen wie hier, was dann wirklich die Lösung ist. Aber Sie kriegen zumindest die gemischten Glieder raus und dadurch ist das eigentlich ein ganz zweckmäßiges Lösungsverfahren. Bei Diophant finden sich dann zum Teil auch noch bestimmte kubische Gleichungen. Wir finden nun zwar Zeichen für gesuchte Größen, aber ganz ähnlich wie bei den Babyloniern präsentiert Diophant nur die Lösungswege, begründet diese aber nicht näher. Dass wir hier ganzzahlige Lösungen hatten, liegt an den ausgewählten Zahlenwerten. Heute heißen ja diophantische Gleichungen nur noch die, die überhaupt ganzzahlige Lösungen zulassen. So strikt ist das bei Diophant selbst aber noch nicht. In den uns enthaltenen Büchern von Diophants Arithmetik gibt es streng genommen keine zahlentheoretischen Untersuchungen. Bei der Formulierung einiger Aufgaben oder bei ihrer Lösung sagt Diophant manchmal, unter welchen Bedingungen die Aufgabe mit ganzen Zahlen lösbar oder unlösbar ist. Oder er bemerkt, dass es unmöglich sei, eine Lösung in der einen oder anderen Form, beispielsweise als Summe zweier Quadrate, darzustellen. In dieser indirekten Form treten also zahlentheoretische Sätze auf. Damit wollen wir es für diesen ersten Teil einmal belassen. Jetzt gibt's wieder die berühmte Schnitzeljagd.